Hörstände gegen den Kreis von Bottlinge und die Mannschaft vom ISV Hörstände aus Mannwichte. Herzlich willkommen! So, dann darf ich auf Mathe bitte unseren heutigen Matheleiter, der Jochen Wioska. Für Hörstände auf 57 Kilo, der Leon Treffheise, für Bottlingen der Flori Gavrilla. So, dann als nächstes auf 61 Kilo Freistil für Hörstädter Danny Hahnemann, für Bottlinge der Hannes Zuber. So, dann nochmal auf 66 Kilo Griechisch-Römisch der Selincan Jan Kubolf. Für Hörstädte, für Bottlinge, der Yannick Köpsel. So, mit 71 Kilo Freistil. Für Hörstädte, der Fabian Moritz. Und für Bottlinge, heute zum ersten Mal auf 71, der Jan Cevan. Dann haben wir auf 75 Kilo griechisch-römisch für Hörstädte Alexander Kruschakow, für Bottlinge Damian Paul. So, dann haben wir auf 75 Kilo Freistil für Hörstädte Eleftherios Papadopoulos, für Bottlinge der Semi Bosjan. So, Ränder auf 80 Kilo griechisch-römisch für Hörstädter Lukas Erschig und für Bottlinge Arthur Stamm. Dann haben wir 86 Kilo Freistil für Hörstädter Manuel Fehrerbach, für Bottlinge Vitali Pustovit. Dann 98 Kilo griechisch-römisch für Hörstädter Pavel Daniel Borda, für Bottlinge Dani W. Schwergewicht, Freistil 130 Kilo für Hörstädter Michael Leuerl, für Bottlinge Boris Illenseer. So, dann darf ich natürlich ganz herzlich begrüßen unsere Ehrenmitglieder heute. In der Halle der Hansi Steyer, der Alfred Brütsch, der Helmut Brütsch, der Rudi Reis, der Eugen Hirt und der Egon Braun. Herzlich willkommen! Ebenfalls herzlich willkommen unseren stellvertretenden Bürgermeister Martin Sander und Walter Weil als Gemeinderat. Herzlich willkommen! Dann möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken bei allen Sponsoren, insbesondere natürlich unsere Hauptsponsoren. Einmal Vogelmetall, der David Vogel, Danis Garage, der Dani Köpsel, dann aber von der Allianz Romano Hahn,
Björn Ottile, Gretel, Clemens Fleischmann, daheim betreut Daniela Peppke, den Leo Pincidore, den Mikko Dolaro mit Entertain Home Service, BK Baukonzepte, Tierstrauerei und unseren technischen Leiter FX Ruf, der Steffen Mack. Herzlichen Dank euch. So, dann haben wir, sind wir so langsam am Ende von der Runde. Und die zweite Schülermannschaft bei uns, die wir da haben, alle mit der aktiven Mannschaft eingelaufen sind, die haben letzte Woche ihren letzten Rundekampf gehabt und haben können als Tabellenführer abschließen, damit Meister und Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch! So, da haben wir für unsere Kleine als erstes mal ein schönes Meister-T-Shirt 2017, der Volker Ex gerade auf. Ihr kriegt es nachher alle, dürfen mit dem Meister-T-Shirt durch die Halle laufen und damit unsere Lose verkaufen. Also nochmal, herzlichen Glückwunsch an euch. Genau, selbstverständlich sind die Kleinen nur so gut, weil wir auch sehr gute Trainer haben und auch unsere Trainer werden das Meister-T-Shirt kriegen. Und dort wird natürlich entsprechend der Hanne in der Halle aufstellen. Also herzlichen Dank. Und dann habe ich ein ganz besonderes. Und zwar, wenn wir dann Ingrid Kühne, wo ist sie? Ingrid, komm mal her. Die Kleine hat sich etwas überlegt von dir. Und wo ist er? Genau, der Hanne ist ein Schenkle, passt gerade auf. Wir werden da sehen, was du bringst. Also das ist von der Schülermannschaft für dich, Ingrid, ein schönes T-Shirt und wir hoffen natürlich, dass wir dich nachher auch gar damit sehen, ne? Vorsicht, laut! Gut, dann darf ich mich natürlich bei euch alle bedanken für das zahlreiche Kommen. Wir haben ein super Programm vorbereitet. Und damit möchte ich unsere Band begrüßen, die Crossing Neighbors. Die Crossing Neighbors werden uns heute das ganze Abendprogramm begleiten. Solange wir ihr Kondition haben und durchhalten, solange wird auch unsere Musik durchhalten. Stimmt's? Und damit geht's jetzt los. Ich darf die Kämpfe freigeben, Mannschaften bitte abtreten, euch alle wünsche ich fairen, spannenden Kämpfe, vor allem verletzungsfreie Kämpfe und euch als Zuschauer viel Vergnügen. In der Klasse bis 57 Kilogramm griechisch-römisch für den KSV Gummeling, Florian Gavrila für den ASV Fürstetten, Leon Treffeisen. Thank you.
technische Break hat sich auch vorher der Miller als Verbuchmann. In der Klasse bis 38 Kilogramm und Freundstief von dem HSV Rumpaligen protestieren sehr für den HSV Fürstetten Michael Loya. Technische Überlegung hat sich auch vorgestellt, der Preis vor Wuppertal. In der Klasse bis 61 Kilogramm freistehen von den KSV Buchmanningen Hannes Zuber, für den HSV Fürstetten Danny Hahnemann.
Halbzeiger, Hannes Zimmer, HSV Hoffmanning. Daniel Burla. Thank you.
und Sieger Pavel Daniel Gurner, ASV Fürstetten. Römischer Stil für den ASV Gummerdingen, Janik Kürze für den ASV Fürstetten, Selimcan, Jan Buch, Kai, Janik Kürze nach dem Kampfmarke, eine Pause von 30 Minuten.
auf 86 Kilo Freistil für Fürstädter der Manuel Federbach gegen Kompanie der Winterlin Busserit. Thank you.
Thank you.
technischer Weltnachsieger Jan Cigan Kreis von Ukraine.
Ausbildung, Auto Stammkreis vor Gumpaningen. In der Klasse mit 75 Kilo waren die Strömisch für den KSV Gumpaningen, Damian Popol, für den ASV Fürstetten Alexander Truschakow. Und mit dem Ergebnis
der verbleibenden zwei Kämpfe hoffen natürlich, dass sie weiterhin Sieger werden und dann mit der ersten Tabelle dazu teilnehmen können. Ebenfalls haben wir heute die Schüler 1 unterwegs gehabt in Eichhalde. Bei Dopperlinge 1 gegen Eichhalde 24:16 gewonnen und leider gegen Tennenborn ein bisschen unglücklich im letzten Kampf 16:17. Aber auch euch beide, oder für die zwei Kämpfe, bei unserer Schüler 1. Herzlichen Glückwunsch und einen großen Applaus. So, dann haben wir bereits das Ergebnis von Eschbach bekommen für heute Abend. Wir sind ja kurz vor Runde Ende und es ist so, dass wir im Moment 4 Punkte führen vom Tabelle 2. Eschbach. Eschbach hat heute Abend ebenfalls gewonnen, das heißt, die haben den Abstand beibehalten. Im direkten Vergleich gegen Eschbach wäre es so, dass wir schlecht abschneiden würden. Das heißt, wir können heute noch keine Meisterschaft feiern. Damit aber möchte ich natürlich gerne aufrufen für den letzten Heimkampf vom 16.12. in der Hebelhalle. Wir lassen uns ganz sicher wieder was einfallen. Ein großes Fest und natürlich unsere Aufstiegsfeiern von den Mannschaften, die dann auf ganz vorne stehen. Super, also herzlichen Glückwunsch an alle und auch gewonnen. Also, dann darf ich noch den letzten Kampf von heute Abend bekannt geben oder freigeben. Es wäre für Fürstädte der Eleftherios Papadopoulos gegen unseren Semi Vosian. Damit